Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Sparkasse Oberösterreich. Was will man mehr? Kaiserwetter, über 1300 Teilnehmer beim 21. Welser Halbmarathon. Und Franz Sperrer, die Stimme der Läufer, steht nicht nur wegen des E-Werk Power Run und der Spannung. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Eine halbe Stunde vor dem Start des 21. Internationalen Welser Sparkasse Oberösterreich Halbmarathon steigt natürlich die Spannung schon sehr stark an. Mehr als 1300 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Nationale Elite genauso wie internationale Topläufer sind heute einmal mehr dabei. Und was uns auch besonders freut, ist die Tatsache, dass Vizebürgermeister und Sportreferent Hermann Wimmer sein Debüt gibt bei der 21. Veranstaltung hier. Ist er das erste Mal dabei. Im Zuge des E-Werk Wels Power Run wird er die 7,1 Kilometer in Angriff nehmen. Und wir wünschen ihm, genauso wie allen anderen vom Welser Turmverein, als Veranstalter alles, alles Gute. Ja, ich glaube, dass die Teilnahme am Halbmarathon, an der Staffel oder am E-Werk Power Run ganz einfach für jeden, der die entsprechende Fitness hat, fast eine Verpflichtung sein muss. Es gibt gesundheitliche Gründe, die sehr dafür sprechen. Man darf es natürlich ab einem gewissen Alter, so wie bei mir, nicht übertreiben und man braucht eine profunde Vorbereitung. Ich habe das gemacht mit dem Medifit-Team in Wels. Ein Monat, ein abgestuftes Trainingsprogramm, hinorientiert auf den heutigen Start und ich fühle mich topfit und sehr wohl. Direktor Gerhard Weiß ist stolz auf sein E-Werk Power Run Team. Wir haben heute eine ganz starke Mannschaft hier vertreten beim Halbmarathon und es sind 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich angemeldet und ich bin fest überzeugt, dass also auch so viele da sind. Der Beweggrund ist der, gesunde Mitarbeiter, das ist wichtig für Unternehmen. Und hier tun wir also auch von der Unternehmensleitung her sehr viel, um eben die Fitness unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Die haben eine Mordsgaudi dabei, die haben eine Mordsfreude. Die blaue Dress, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, glaube ich, schaut auch sehr gut aus. Und es wird ein tolles Bild geben, wann die beim Start da in dieser großen Gruppierung dann losstarten werden. Ich freue mich jedenfalls auf einen schönen Tag und tolle Laufleistungen. Das BAP Powertrain Running Team ist in diesem Jahr das sechste Mal mit dabei. Wir sind wie immer ein starkes Team, ein kopfzahlmäßig starkes Team, aber auch läuferisch stark. Wir sind dieses Jahr 88 Läufer, die hier teilnehmen am Welser Halbmarathon. Gemischte Gruppe aus 7 Kilometern und 21 Kilometern. Ich freue mich sehr, dass so viele zugesagt haben. Und wie ich sehe, ist die Stimmung gut. Stimmung gut? Ja! Okay, also wir sind bereit. Viel Glück. Herzlich willkommen hier beim Welser Sparkasse Halbmarathon. Bei tollen Bedingungen. Wir haben hier wirklich das beste Laufwetter, das wir hier erwarten konnten. Wir sind auch hier heuer wieder Unterstützer des Welser Halbmarathons als Hauptsponsor tätig. Ja, die Sparkasse ist auch dabei mit einem Laufteam. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, dass ich den Business Run, den Welser Business Run hier ankündigen darf. Im Juni wird er stattfinden. Die Sparkasse wird auch hier als Sponsor dabei sein und wir werden von der Sparkasse auch natürlich ein entsprechendes Team hier an den Start gehen. Ich lade alle Läuferinnen und Läufer ein, hier auch dabei zu sein. Bei wirklich sehr, sehr guten äußeren Verhältnissen gab es hier in Wels bei der 21. Auflage des Welser Sparkasse Oberösterreich Halbmarathon zwei kenianische Sieger mit sehr, sehr guten Zeiten. Die Favorites haben sich damit durchgesetzt. Rund 1300 Läuferinnen und Läufer waren am Start und während hier neben mir die Läuferinnen und Läufer noch in der Velios-Kurve ins Ziel laufen, haben die Asse natürlich schon die Dusche absolviert, freuen sich schon auf das Nachmittagsprogramm und auf die Siegerehrung. Und wir vom Veranstalter sind auf alle Fälle sehr, sehr froh, dass die Veranstaltung heute hier so gut abgelaufen ist. Es war der Auftakt in ein hoffentlich genauso erfolgreiches Laufjahr 2012 wie 2011 verlaufen ist.
Es geht ja schon in Kürze weiter am 15. Juni mit dem dritten Welser Business Run. Dann folgt am 22. September der SCW Volkslauf und dann natürlich der Abschluss wie jedes Jahr am 31. Dezember der Welser Silvesterlauf. Auf alle Fälle, es war ein richtiges Lauffest heute hier in Wels, bei dem auch Martin Dolleschal bei den Männern und Bernadette Schuster bei den Frauen die Halbmarathon-Landesmeistertitel geholt haben. Die Halbmarathon-Landesmeisterschaften fanden ja hier schon zum 12. Mal seit 1992 statt und der Veranstalterverein, Turnverein Wels 1862 freut sich zugleich auch schon auf das 150-Jahr-Jubiläum, das wir heuer auch feiern werden. Bei den Herren gewann also der Kenianer Jackson Munyahu mit einer Stunde, 6 Minuten und 6 Sekunden. Zweiter Diensthuber Josef und dritter Robert Gruber. Bei den Damen siegte Merivan Johi mit einer Stunde und 16 Minuten vor Karin Freitag und Bernadette Schuster. Aber auch Hobbyläufer verraten was aus ihrer Trickkiste. Eine Rauchpause gibt es natürlich überhaupt keine. Ich habe das Rauchen enorm reduziert, denn das merkt man beim Laufen schon, dass da die Luft sehr schnell wegbleibt. Ich bin die Strecke mit meinem Bruder gelaufen, dem ist auch sehr gut gegangen. Und wir haben uns natürlich schon etwas auch an unserem Pulsschlag und an unserem Alter orientiert. Das muss man machen. Man soll nicht übertreiben, nicht zu rasch weglaufen. Dafür ist es uns dann die letzten 2-3 Kilometer Richtung Ziel wieder außerordentlich gut gegangen. Es wäre sogar noch was drinnen gewesen. Und das Wort gibt's nicht für Vizebürgermeister Hermann Wimmer. Es geht nur ums Wollen und natürlich auch um den olympischen Gedanken. Also der erste E-Werk Power Run, den ich jetzt absolviert habe, muss sagen, hat mich entsprechend wirklich befriedigt und ich kann wirklich nur jedem sagen, lauft's mit, trainiert's über das Jahr und beteiligt euch an solchen Bewerben. Es ist eine tolle Sache, es ist was für die Gesundheit und man fühlt sich nachher wirklich top fit und sehr wohl. Also weiterlaufen.